43. Klasse, dieser Return. Was hat dieser Mann für Nerven? Doch er muss sie weiter beanspruchen. Satzball Nummer 7. Yes. Doppelfehler. Das ist der vierte in diesem Durchgang, insgesamt der sechste Lendls. Dessen Aufschlagquote weiterhin ziemlich miserabel ist. 40% in diesem Satz. Zwei Aufschlag direkt auf den Körper Karbachers gezogen. Aufmunternder Beifall. Ganz knapp. Karbachers Ball auf der Linie. Ausgezeichnet, sehr überlegt gemacht. Mit einem Stoppball lobt Lendl seinen Gegner ans Netz und überlobt ihn dann. Karbacher chancenlos. Der neunte Versuch. Und zum ersten Mal hat Bernd Karbacher in diesem Aufschlagspiel die Chance zum Break. Was macht Ivan Lendl für Fehler?
Er ist sein härtester Kritiker und ich kann mir gut vorstellen, was er nachher in der Pressekonferenz erzählen wird. Das wird sich, möchte hier eigentlich nicht wiedergeben. Auch nicht mal spekulierend. Aber auch Karbacher gelingt es nicht, hier dieses Aufschlagspiel in irgendeiner Weise zu einer Entscheidung zu führen. Beide sind sich der Bedeutung dieses Spiels sehr bewusst. Langsam hat sich Ivan Lendl ans Netz vorgearbeitet, Schritt um Schritt. Aber als er dann die Chance hatte, war er nicht entschlossen genug. Karbacher diktiert, aber Lendl kontert wie in seinen besten Tagen mit einem Longline-Schlag. Klasse, dieser Return. Der vierte Breakball reicht für Bernd Karbacher und nach 0:5 im zweiten Satz hat er ausgeglichen. Drei Breaks wieder gut gemacht. Eine bravouröse Aufholjagd des Münchners, aber gleichzeitig muss man sagen, auch ermöglicht durch Fehler über Fehler seitens des Gegners, seitens Ivan Lendl. Ich hoffe mal, dass wir diese Phase des zweiten Satzes noch zu Ende sehen können, denn auf dem Grandstand hat Zina Garrison ihr Spiel beendet, hat gewonnen in zwei Sätzen gegen die Argentinierin Suarez und das heißt, in einigen Minuten wird Steffi Graf beginnen. Bernd Karbacher gewinnt das sechste Spiel hintereinander zum 6:5 im zweiten Satz. Thank you.
Immerhin, Lendl erzwingt das Tiebreak zur Entscheidung dieses zweiten Satzes. Karbacher mit einer ausgezeichneten Bilanz, was Tiebreaks angeht. Wie im Laufe des Satzes beginnt auch Lendl hier mit Vorteilen. Fehler Lendls und Bernd Karbacher holt sich das Mini-Break zurück. Was für ein Unterschied es doch ist, wenn der erste Aufschlag richtig kommt. Da macht es Klick und der Rest des Spiels läuft auch, wie in diesem Fall bei Bernd Karbacher. Und für alle Steffi Graf-Fans, ich hoffe, Sie nehmen es uns nicht übel, dass wir diese Tiebreak noch zu Ende zeigen. Wir bleiben hier bis zur Entscheidung des zweiten Satzes und gehen dann sofort rüber zum Match Graf gegen Kasich, das vor wenigen Augenblicken begonnen hat. Karbacher mit leichten Vorteilen. Alles gut von Lendl. Ein klasse Ballwechsel am Netz vor allen Dingen. Ein richtig gehendes Volley-Duell.
5-3, Karpunk. Diesmal ein unnötiger Fehler Karbachers bei einem Grundlinienduell. Lendl verkürzt auf 4-5. Karbacher versucht ganz offensichtlich Lendl auszupowern von der Grundlinie aus. Oft hat das auch gereicht. Spätestens hier haben die Big Points, die wirklichen Big Points begonnen. Eine Fehlleistung Lendls nach einer Stunde und 40 Minuten Spielzeit. Bernd Karbacher zum ersten Mal Satzball. Bernd Karbacher schließt seine bravouröse Aufholjagd erfolgreich ab mit dem Gewinn des zweiten Satzes. 6-4, 7-6.